Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier. Vielleicht habt ihr es ja schon gehört, der neue Guinness World Record im Bereich Mikroskopie ist aufgestellt worden. Der liegt jetzt bei unfassbar 0,39 Angstrom. Und diese Methode ist eine deutliche Verbesserung. Diese Methode pusht uns das Auflösungsvermögen unter den Atomdurchmesser. Wie das Ganze genau funktioniert, nach dem Intro schauen wir in dieses Nature Paper rein. Da wird das genau beschrieben, also unbedingt dranbleiben. Gleich nach dem Intro geht's auch schon los. Nun gut, wollen wir keine Zeit verlieren und schauen direkt in diese Veröffentlichung. Wie sicherlich viele von euch wissen, ist der üblich auflösbare Abstand in der atomaren Bildgebung ca. 0,1 bis 0,2 Nanometer. Und hier wurden eben erstmals 0,039 Nanometer geboten, das ist um das 2,5-fache besser als derzeit gängige Methoden waren. Wie das gelingen kann, fragt ihr euch? Nun, das Stichwort hierzu lautet Electron Tichography. Und um diese Bildgebung besser zu verstehen, schauen wir uns das hier an. Wir wollen also diese atomare Schicht mikroskopieren. Die blauen und die gelben Atome repräsentieren in dem Fall Molybdän und Schwefelatome. Warum gerade diese Schicht analysiert wird? Nun, wir vermuten, dass in dieser Schicht ein Gitterfehler vorliegt. Also genau hier ein Schwefelatom fehlt. Und die bisher gängigste Methode, so eine atomare Schicht zu analysieren, ist die Kombination aus Scanning Transmission Electron Microscopy und Annular Dark Field. Und das Ergebnis, das sehen wir hier. Zwar können wir im Vergleich mit dem Bild oben, nämlich dem Bright Field Image, eine deutliche Verbesserung erkennen, jedoch die Defektstelle beim roten Pfeil, sehen wir uns ehrlich, die können wir sicher nicht erkennen. Woran das liegt, ist recht schnell klar. Bei inkohärenten Bildgebungsverfahren ist die maximale räumliche Information durch den Impulsübertrag über den Durchmesser des probengeformten Apparatur bestimmt. Hier eindeutig durch den zweifachen Semi-Convergence Angle Alpha bestimmt. Das können wir auch hier sehen. Für Dark Field liegt das Informationslimit bei 2 Alpha. Nun, jetzt werden viele von euch sagen, schön und gut, das zu wissen. Weiterhin ist es aber mein Ziel, diese Fehlstelle besser aufzulösen. Wie kann das gelingen? Nun, die einfache Antwort auf diese Frage ist, indem ich mehr Information zulasse. Ich verwende nicht nur das Transmissionsbild, sondern auch die Phaseninformation. Und das nicht nur aus einer Position, sondern gleich aus mehreren. Die Informationen verknüpfe ich dann und somit erhöhe ich das Informationslimit massiv, wie wir hier jetzt schon sehen können. Das ist nämlich die Darstellung der atomaren Schicht mit dieser Methode. Betrachtet man jetzt die Stelle um den roten Pfeil, so kann man eindeutig die Fehlerstelle feststellen. Durch diese geschickte Kombination ist das Informationslimit jetzt nur mehr dadurch limitiert, bei welchem Scatter-Angle ich noch sinnvolle Informationen erhalten kann. Und das können wir auch hier sehen. Je größer ich Alpha wähle, desto besser die Auflösung. Hier, wie ich finde, ein sehr beeindruckendes Beispiel eines Real Space Resolution Builds mit dieser Methode. Und mit diesem Bild will ich mich auch für heute schon wieder verabschieden. Diesmal ein kompaktes und kurzes Video. Falls euch das gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen hier. Am besten ihr schaut doch gleich auch mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe hier jetzt noch ein paar Videos verlinkt, die euch vielleicht auch interessieren können. Sonst verabschiede ich mich für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag und bis dahin, stay compact.